Einen wunderschönen guten Morgen. Viel später, als ich eigentlich wollte. Erstmal willkommen zu einem Montag. Das ist ja auch mal wieder, ja, ich würde jetzt nicht sagen Premiere, aber ich glaube, ich habe schon ewig nicht mehr, wenn überhaupt, an einem Montag gedreht. Das liegt aber daran, dass ich eigentlich am Samstag für euch drehen wollte. Aber wir haben uns letzte Woche ganz spontan dazu entschieden, unseren Garten weiterzumachen. Meine Mama hatte vorne vor dem Haus schon angefangen mit dem Fugenauskratzer, das ganze Unkraut rauszuholen. Den habe ich euch im letzten Video, glaube ich, gezeigt. Und weil so viele danach gefragt haben, werde ich euch gleich das Endergebnis in unserem Garten zeigen und euch den Auskratzer in der Infobox verlinken. Ja, meine Mama hatte dann halt am Samstag weitergemacht im Garten und dann habe ich gesagt, okay, dann komme ich mit runter und habe dann die Garage aufgeräumt. Und da wollte ich jetzt nicht schon wieder einen Vlog machen, wo ihr uns nur aufräumen seht oder im Garten arbeiten seht, ohne sozusagen die Babys. Ich weiß, dass das einige von euch ganz gerne gucken, aber es gibt auch viele, die das halt nicht gerne sehen. Und dann wollte ich heute die Kamera mitnehmen für euch. Ich bin gerade dabei, die Babys umzuziehen, beziehungsweise es sind eigentlich alle fertig, bis auf Mika. Und Milan ist gerade hier auf dem Wickeltisch, wie ihr sehen könnt. Elisa ist natürlich wieder im Kindergarten. Und tatsächlich werdet ihr die Maus heute nicht sehen, denn Elisa ist bis um 15 Uhr im Kindergarten, weil nach dem Mittagessen bzw. nach der Mittagsruhe im Kindergarten ein besonderes Projekt stattfindet, was von der Praktikantin gemacht wird. Und da wurde halt auch gefragt, ob Elisa halt teilnehmen möchte. Und Elisa wollte unbedingt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lege ich da keine Steine in den Weg. Ja, deswegen ist Elisa heute tatsächlich bis 15 Uhr im Kindergarten. Normalerweise wird die ja immer um 1 Uhr von mir abgeholt. Und das ist dann teilweise auch schon grenzwertig, weil ich das meistens dann nur mit Hängen und Würgen schaffe, sie wach zu halten, bis Mittagessen dann gegessen wird. Und dann geht sie meistens gegen 2:30, 3 Uhr Mittagsschlaf machen. Deswegen bin ich heute super gespannt, wie das laufen wird im Kindergarten. Ja, entweder hat sie halt bei der Mittagsruhe halt mitgeschlafen oder die ist super hyper verdreht, wenn ich sie nach Hause bekomme. Ich werde jetzt hier erstmal für Milan noch eine neue Windel rausholen. So, und dann werde ich mal eben Milan Windel wechseln und Body austauschen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da sind wir auch schon wieder. Milan ist fertig angezogen. Ich zeige euch den kleinen Mann. So sieht der kleine Schatz heute aus. Er hat eine dunkelblaue Leggings an, Socken, und dann hat er dieses süße graue Langarm-Shirt an mit Little Superstar drauf. Unser süßer Schatz, ne? Ja, der kleine Mann. Hier ist Mika und die Kleinen, die Mädchen sind alle hier hinten im großen Bett und die sind alle schon umgezogen. Die wollte ich euch gleich auch nochmal zeigen, weil die sind so süß heute. Die haben nämlich alle einen türkisen Strampler an. Richtig, richtig niedlich. Komm mal hier, mein Schatz. Süßer Mann. So, für Mika habe ich auch jetzt alles und der kriegt noch eine frische Windel. Ja, dann ziehe ich ihn jetzt auch noch mal eben schnell um.
ist unser süßer Mika. Der kleine süße Mann, der hat heute eine hellblaue Hose an und ein weißes Langarmshirt. Ne, kleiner Mann, der süße Schatz. Und hier im großen Babybett ist gerade wegen Überfüllung geschlossen. Und da seht ihr unsere drei süßen kleinen Mädels. Die drei haben einen türkisen Strampler an. Hier ist unsere Juna-Maus und hier ist unsere Maya. Ich habe ja keinen gleichen Strampler mit diesem Einhorn drauf. Deswegen hat Maya halt diesen süßen Strampli an, die kleine Maus. Und unsere Delia hat ihren Einhornstrampler an. Ja, und da ist unser Milan ein bisschen gequetscht, aber das geht gerade nicht anders. Denn ich werde mich jetzt hier dran begeben. Aber vorher zeige ich euch mal unseren Garten und was meine Mama alles da so geschafft hat. Das habe ich euch ja versprochen. Ich werde euch das von hier oben zeigen. Ich gehe jetzt nicht runter in den Garten, aber ich finde, von hier oben sieht man das am besten. Hier sind unsere ganzen Blümchen. Draußen ist ganz schön Krach. Keine Ahnung, die Stadt ist, glaube ich, auch wieder hier irgendwas am Machen. Und ja, und da ist unser Garten. So sieht er aktuell aus. Und ihr seht, der ist richtig, richtig gut sauber geworden. Meine Mama war richtig fleißig. Und hier zwischen den ganzen Fugen ist alles weg. Wer bist denn du? Ja, hi. Ja, was denn? Ja, was denn? Oh, Süße. Hm? Möchtest du hier hoch? Ja. Aber guck mal, hier ist alles voll mit Blumen. Da kannst du nicht hoch. Ja, guck. Müssen wir die Mama Bescheid sagen. Mama muss die Blumen wegmachen. Hm? Damit die Potti hier wieder gucken kann, ne? Sag mal, meine Süße. Hm? Und du bist auch da, du kleiner Frechdachs. Aber die Vögel lassen wir in Ruhe. Es ist schön warm. Runter. So. Ja. Ja. Ja, komm her. Da. So. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt mehr war. Egal. Auf jeden Fall habt ihr den Garten gesehen. Und für alle, die wissen wollen, welchen Fugen Auskratzer wir haben. Ich habe euch den unten in die Infobox verlinkt. Ich werde mir jetzt erstmal hier Bettwäsche für Elisas Bett raussuchen. Ich weiß tatsächlich auch schon, welche Bettwäsche sie haben möchte. Elisa möchte nämlich die König der Löwen Bettwäsche haben. Und dann kriegst du dazu halt diesen dunklen Spannbettlaken. Da muss ich auch mal aussortieren. So. Das Bett ist fertig und Elisa wird Augen machen. Ja, das habe ich schon mal geschafft und jetzt werde ich mich hier noch eben schnell dran begeben und hier aufräumen. Ich habe erst gedacht, ich lasse es liegen, aber ich dachte mir, komm. Ah, da haben wir einen Schnulli gefunden und hier ist noch Spielzeug.
Ich hatte letztens noch 2 Puzzle bestellt. Die habe ich bei Wish bestellt, aber irgendwie finde ich die super klein. Einmal habe ich diese Schildkröte mir ausgesucht und einmal natürlich Elefant, aber ja, nochmal muss ich die jetzt nicht haben. Haben wir das auch schon aufgeräumt? Da. Jetzt packe ich noch eben schnell den Elefant ordentlich hin. So, und jetzt möchte ich euch noch gerne was zeigen. Denn für mich ist tatsächlich ein schon sehr lang ersehnter Wunsch in Erfüllung gegangen. Und zwar wisst ihr ja, dass ich seit einiger Zeit gesagt habe, ich möchte gerne meinen Maxi-Cosi Peppel verkaufen und ich wollte mir einen Wunsch diesbezüglich erfüllen. Der Peppel ist noch nicht verkauft, also wer Interesse daran hat, kann sich gerne bei mir melden. Ja, mein Wunsch ging aber schneller in Erfüllung, als ich dachte und ich zeige euch das jetzt einfach mal. Da steht das gute Stück. Da ist meine Nala. Ja, wir haben eine neue Babyschale bekommen und ich wollte schon immer eine Kidi Evoluna Babyschale haben. Das ist jetzt die 2 Pro oder irgendwie sowas, denn ich finde sie von der Form super, super schön. Hier auch dieses Weiß finde ich super schön, aber ich habe mich dann tatsächlich in dieses Design hier verliebt, in dieses Grau, und ich wollte unbedingt auch genau diese Farbkombination haben. Ich finde die so, so schön. Zu der Schale selbst gibt es natürlich auch die Isofix Halterung fürs Auto, die liegt aber bei uns schon unten, die muss ich noch ins Auto einbauen. Meine Mama holt das gerade von der Werkstatt ab. Und was bei dieser Schale richtig, richtig cool ist, das zeige ich euch. Und zwar, wenn ihr den Bügel nach hinten klappt, dann wird die Schale in Liegeposition gebracht. Diese Schale hier, also die Kidi Evoluna, ist die einzige Schale, die diese Liegefunktion tatsächlich auch im Auto nutzen darf. Ansonsten gibt es ja schon ein paar mehr dieser Modelle auf dem Markt, aber die haben alle nicht diese Zertifizierung bekommen, dass sie halt diese Liegefunktion im Auto nutzen dürfen. Ich weiß, dass die Firma Kidi insolvenz gegangen ist. Das heißt, diese Schalen oder diese Sitze werden nicht mehr hergestellt und man kann auch dementsprechend keinen Ersatz oder sowas bekommen, weshalb ich natürlich auch diese Schale super, super günstig ergattert habe. Ich wollte sie halt gerne haben und ich habe jetzt wirklich das Angebot dafür bekommen und ja, deswegen ist sie jetzt tatsächlich bei uns eingezogen und wie man sehen kann, Nala Maus findet das auch ganz schön, ne? Das Schöne daran ist, die Kidi hat die gleichen Adapter für den Kinderwagen wie die Maxi-Cosi-Schale. Und ich habe ja meine beiden Hartangestelle ja mit den Adaptern ausgestattet. Ja, auf jeden Fall, das ist letzte Woche eingezogen. Letzte Woche Freitag ist der angekommen. Ich bin super, super happy damit. Ich werde jetzt an dieser Stelle aber erstmal Schluss machen und melde mich dann, ja, würde ich sagen, gleich wieder. So, meine Lieben, wie ihr seht, ja, ich sitze am PC. Hier hinten steht immer noch unsere neue Babyschale und die ist immer noch besetzt von Nala. Ich werde an dieser Stelle jetzt das Video beenden, auch beenden müssen. Meine Mama wird nämlich gleich anfangen zu arbeiten und ihr wisst ja, dann, ja, kann ich nicht mehr weiterarbeiten.
also nicht mehr weiter filmen. Ich werde mich jetzt hinsetzen, das Video bearbeiten für euch. Wie gesagt, Elise habt ihr heute nicht gesehen. Die Maus ist ja immer noch im Kindergarten, deswegen werde ich die Zeit jetzt erst recht nutzen. Die Kleinen sind alle am Schlafen jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es gefallen, uns einfach hier wieder zu begleiten. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.